lade herzlich ein, mach nochmal diese Wasser- und Bilderausbildung, die Ausbildung zum Lehrer für geführte Meditation und zu Aqua Emotion. Es sind 3 Intensivwochen, wo man Meditationslehrerin wird, aber auch einen Zugang zu dieser Wasserwelt findet, des körperwarmen Thermalwassers. Das ist beides wunderbar ergänzend, ja, in der heimischen, eigenen Seelenbilderwelt zu Hause zu finden und auch zu lernen, andere in diese Welt hineinzuführen. Da ist so viel möglich, so viel lösbar, so viel erfahrbar. If you can dream it, you can do it, hat Walt Disney gesagt. Wenn du es träumen kannst, kannst du es tun. Wenn du es nicht träumen kannst, kannst du es jedenfalls auch nicht tun. Also in diesem Sinne eine wunderbare Chance. Und parallel dazu diese Wasserausbildung, wo man wirklich so schöne Dinge erleben kann in sich, aber auch mit anderen. Ja, wo man andere Menschen durchs Wasser führt, begleitet, im Arm hält und bewegt. Aber auch das Delfinschwimmen, werde es anschließend mal vormachen. Das Schweben im Wasser. Das sind wirklich sehr, sehr schöne Möglichkeiten an sehr schönen Plätzen im Garden, Hotel Garden Monte Grotto. Tamaga haben wir ja auch hier, so eine Gelegenheit mit körperwarmem Wasser. Das hat sich wunderbar bewährt. Und es ist wirklich ein sehr schöner Beruf, eine Berufung, Meditationslehrerin, Meditationslehrer zu werden. Und als allererstes zeige ich euch mal, wie man schwebt im Wasser. Jeder von uns kann schweben. Das Wasser ist wirklich ein ganz freundliches Element. Ins Wasser gehen kann wirklich zu einem großen Lustgewinn werden, zu einer großen Freude. Man kann schweben. Jeder kann das auch sehr einfach lernen. Zum Schluss zeige ich euch noch eine, ja, nicht neue, eigentlich uralte Art zu schwimmen, nämlich Delfinschwimmen. Aber nicht das, was wir kennen an der Oberfläche, dieses Sportliche, sondern wie wir wundervoll im Wasser Delfin schwimmen können. Ja, also mit diesen Bewegungen wie Wale, Orcas und Delfine. In diesem Sinne.